So, ihr Lieben, es ist soweit, die Spargelzeit, die Sonnenstrahlen. Ostern ist durch und jetzt muss der Spargel in die Pfanne, in den Topf. Und warum nicht eine kleine neue Quickserie damit machen und mal dieses gute Stück hier zur Hilfe nehmen, nämlich einen Grünspargel. Was habe ich vor? Ich möchte mit euch einen kleinen Salat machen, nämlich einen grünen Spargelsalat mit ein bisschen Tomätchen dazu und außerdem ein bisschen was Weißbrot, Baguette, wie auch immer, und da oben drauf ein kleiner Burrata. Geht schnell, schmeckt lecker und ist eigentlich für, ich möchte sagen, unter 6, 8 Euro zu haben. Let's go. Zunächst einmal müssen wir natürlich schälen und das machen wir mit dem Grünspargel, indem wir das untere Drittel quasi wegschälen. Und im Anschluss wird er einfach ein bisschen klein geschnitten und in der Pfanne angebraten. Von allen Seiten ein bisschen braun, Zitronensaft drüber, ein bisschen Zitronenabrieb, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und damit hat sich's auch schon. Pfanne an, bisschen Fett rein, oben drauf den Spargel und jetzt lassen wir den erstmal bei relativ viel Temperatur so ein Stück weit vor sich hin rösten. In der Zwischenzeit haben wir hier unsere Tomätchen. Ja, und jetzt die einfach auch so ein bisschen, ich würde sagen, fast vierteln. Das macht dann immer einen guten Eindruck, wenn der auf dem Teller, wenn man die ein bisschen anrichtet. Hinterher dann oben drauf der Burrata. Das wird eine ziemlich coole Nummer werden. Brauchen wir jetzt auch gar nicht so viel. Ich sag mal so, hier die zwei, drei Stangen. So als Vorspeisensalat ist das schon völlig ausreichend, wenn man hier so ein paar, so vier, fünf Tomätchen macht. Und damit hat sich das auch schon. Brauchen wir nur so ein paar Tomätchen dabei. Währenddessen der Spargel vor sich hin brutzelt, können wir schon mal ein kleines Dressing machen. Und hier bediene ich mich zunächst einmal an einem Essig. Das heißt also, man kann hier einen Weißweinessig nehmen, man kann dann einen Apfelessig nehmen. Ich habe jetzt einen Apfelessig. Man könnte genauso gut beispielsweise auch einen Aceto Balsamico nehmen. Das bleibt dann euch überlassen. Kleiner Tipp, hier immer noch ein bisschen Süße mit reinbringen. Das kann man in Form von Honig machen, Agavendicksaft, aber auch einfach klar klassisch ein bisschen Zucker. Geben wir gleich auch noch mal mit zum Spargel dabei. Na, vielleicht noch eine kleine Prise. Hier also jetzt noch ein bisschen Salz mit rein und auch noch ein bisschen was Pfeffer. Wenn man mag, kann man noch ein bisschen Senf mit reinnehmen. Gerne auch süße Senfrichtungen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das Ganze mixen wir jetzt mal ein bisschen auf. Passt. So, der ganze Quatsch kriegt hier drüben schon so ein bisschen Farbe, ne? So soll es sein. Riecht auch schon ganz aromatisch, werden wir jetzt wie gesagt einfach durch ein bisschen Zitronenschale ergänzen. Außerdem haben wir gesagt, nehmen wir ein bisschen was vom Saft dazu, halbieren. Und jetzt sieht man hier schön, ist schon alles schön saftig. Ja? Geben wir die auch nochmal hier in die Saftpresse rein. Und dann passt es, wenn man hier nochmal so das Gegenstück hat, kann man das gleich nochmal so ein bisschen mit in die Pfanne werfen. Das röstet nochmal schön ein bisschen an. Dann hatten wir gesagt, machen wir noch dazu ein bisschen was vom Zucker. So, so ein bisschen leicht mitkaramellisieren. Und natürlich Salz bzw. Pfeffer, darf ja auch nicht fehlen. Pfeffer noch dabei. Darf auch ein ganz klein wenig mitrösten, ist immer eine coole Sache. Schuss Öl noch dazu. Gleich noch ein Schuss Zitronensaft. Leckere Nummer. Dann würde ich gerne noch ein bisschen Weißbrot dazu basteln. Habe ich mir jetzt ein klassisches Ciabatta aufgebacken. Das heißt also, braucht man gar nicht so super viel nehmen. Wir rösten es einfach noch mal ein bisschen stumpf mit an. Auch das gibt immer noch mal ein bisschen schön Farbe. Saugt nachher noch ein bisschen Fett auf etc. Pipi hier aus der Pfanne und damit hat sich's dann. So, ein bisschen Zitronensaft dazu. Lecker, lecker, lecker. Und dann sind wir mit dem tatsächlich auch schon fertig, denn da rein, wie gesagt, möchte ich jetzt ganz gerne noch mal kurz unser Brot haben. Das heißt also, hier mal kurz den Spargel an die Seite gestellt. So, das sieht schon toll aus. Darf auch gerne ein bisschen abkühlen. So, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Tellerchen. Oder auch zwei. Da machen wir jetzt einfach ein bisschen was von dem Spargel bei. Ja, hier unten so ein bisschen drauf. Das gleiche auf dem zweiten Teller. Jetzt schmeißen wir da einfach ein paar von den Tomätchen oben drauf. Jetzt geben wir noch ein bisschen was vom Dressing drüber. Darf ja nicht fehlen. So, das riecht gut, das sieht jetzt schon lecker aus. Schmeckt mit Sicherheit toll. Dann hatten wir gesagt, oben drauf Brot. Zap. Das hier sieht auch toll aus. Was jetzt noch fehlt, ist der Burrata. Packen wir den kurz aus. Hier oben mit bei, der ist schön weich, braucht eine schöne Aufstandsfläche und dann läuft er uns nicht mit weg. So läuft das. Hier haben wir noch einen. Und das ist meine kleine Sommervorspeise aus knackig frischen grünen Salaten, ein paar Paprika-Tomätchen dabei, ein bisschen was Zitrone und mit Dingen, wo ich mir sicher bin, die habt ihr alle zu Hause. Viel Spaß beim Nachkochen. TV38 geht auf Sendung.